Ja, Movie meets Media heute. Und es ist fast schon Herbst. Wie haben Sie den Sommer verbracht? Was ist das? Ich habe ja schon überlegt, was jetzt für eine gewitzte Frage kommt. Aber den Sommer, schwitzend, sehr schwitzend. Das war wahnsinnig heiß. Wir hatten gar keinen richtigen Urlaub. Waren nur zweimal ganz kurz weg für einen kleinen Minitrip. Und ansonsten habe ich die meiste Zeit nur da gesessen und gedacht, verdammt, es ist viel zu heiß. Das gefällt mir nicht. Haben Sie wirklich nur gesessen? Was haben Sie noch gemacht? Nein, ich habe die meiste Zeit aber auch gearbeitet und ich habe grillen gelernt. Ich habe einen Grill uns zugelegt, einen großen Gasgrill, und habe die ganze Familie und Freunde und Bekannte dazwischen mal bekocht. Also so mit dem Grill geht es ja zum Glück einfach. Und ich habe es aber gelernt und ich habe doch einige Leute verblüffen können, die das nicht von mir erwartet haben. Die kannten mich nur essend, aber nicht kochend. Solange es noch Gas gibt, ne? Die meisten steigen um auf Elektro und auf Vegan. Ist das was für Sie? Zu spät eingestiegen. Die Amigos haben ja mit mir ein bisschen Beef gehabt und die sind ja große Vegan- und Vegetarier-Verweigerer. Nein, ich esse alles, also was geht. Und ich finde, es gibt tolle vegane und vegetarische Sachen. Ich esse aber auch gerne mal ein gutes Steak, aber dann will ich wissen, wo es herkommt und gucke, dass es nicht irgendwie ein Billigfleisch ist. Also ich möchte nicht, dass Tiere wegen mir jetzt oder auch Pflanzen wegen mir unnötig viel leiden. Schön, dass Sie es angesprochen haben, den Beef. Wie ist der Stand der Dinge nun? Also ich kenne die B-Migos, ja. Die dürften doch eigentlich nichts gegen die A-Migos haben. Nein, die B-Migos sind natürlich eigentlich gute Freunde von den A-Migos. Ich würde auch gerne mit den A-Migos zusammen die C-Migos vielleicht gründen. Aber ich weiß es nicht. Nein, da hat man leider gesehen, dass viele Künstler doch ihre Arbeit so ernst nehmen, dass sie da, dass ihnen so der gewisse Hang zur Selbstironie dann doch fehlt. Und das fand ich ein bisschen schade. Also die meisten, die ich kenne und die ich auch parodiert habe, haben verstanden, wie es gemeint ist und haben auch eine gewisse Distanz zu sich selber als Bühnenfiguren und als Künstler. Und bei den Amigos habe ich befürchtet, dass sie die nicht ganz so haben. Und es hat sich bewahrheitet, aber ich habe sehr gelacht, ich hatte viel Spaß. Und die Amigos haben ja gesagt, oder Bernd oder Karl-Heinz oder Karl-Bernd oder Heinz-Bernd, ich weiß nicht, einer von den Karl-Heinzen und Bernds, hat ja gesagt, sie würden mich mal in einer ruhigen Minute zur Seite nehmen und ein leises Wort mit mir reden. In Mafia-Kreisen gilt das, glaube ich, als körperliche Androhung, also von Gewalt, aber mal sehen. Also vielleicht singen wir aber irgendwo leise in der Ecke. In meiner Hose wohnt ein Iltis. Na, ich würde sehen, dass wir dann am Ende wirklich ums Lagerfeuer sitzen, ein halbes Schwein grillen im Sinne von den Amigos, Rippchen, die, glaube ich, im einen von beiden sehr wichtig sind, und am Ende singen wir den Iltis-Song gemeinsam. Das wäre schön. Wenn er denn noch wohnt bei den Amigos. Bei den Amigos, ja. Der Iltis in meiner Hose ist auch gestorben letzte Nacht. Das war ja auch noch die Nachfolgesingle. Ja. Geben Sie noch mal zu guter letzten Ausblick. Wünsche, Träume, Pläne für die Zukunft. Was stehen für tolle Projekte an? Es steht momentan wirklich gerade sehr viel an. Erstens mal startet Schläferz wieder, die schlechtesten Filme aller Zeiten, ab Freitag, am nächsten Freitag, 9. September. Jede Woche bei Tele5 mit Peter Rütten zusammen, wo wir halt schlechte Filme begleiten und zusammen schauen und daraus eine Party machen. Und ich habe jetzt ab 19. September einen Podcast mit Olli Welke zusammen für die ARD. Für die ARD-Audiothek Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Und da werden wir jeden Montag ab dem 19. September zu hören sein und jede Woche ein bisschen aktuelle Sachen besprechen und auch aus dem Füllhorn unseres unnützen Nerdwissens ein paar Dinge über die Zuhörer ausschütten. Da sind Budgets frei geworden bei den Öffentlich-Rechtlichen? Ja, man hat ein paar Massagesessel verkauft und zwei, drei Dienstwagen, und jetzt ist wieder was frei und da haben sie uns geholt. Herzlichen Glückwunsch, wir sind gespannt. Danke. Schönen Abend.